Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch noch die damaligen Tools vom Nintendo DS, wo dazu verwendet wurden, ein 3DS per dies Hicks mit einer kassenfirma auszuschatten, wo damals auf der firma 11.4 und 11.5 benutzt worden sind oder 11.3. Und das zeige ich euch heute mal, weil ich möchte auch gerne euch auch noch diese Tools zeigen, weil die ja auch zu homebrew gehören. matte Bildschirm ein bisschen hermachen. Ja. Also jetzt haben wir mal den Home Launcher, das ist diese App hier, könnt ihr auch heute noch im Homebrew Browser herunterladen. Dann erhaltet ihr erstmal diese App hier. Drunken Coders. Und das ist halt der Installer für diesen Home Launcher hier. Und äh, dann müsst ihr den ausführen und dann wird auch schon der hier installiert. Und äh, deshalb starten wir jetzt einfach mal. Oh, Lauter machen. So, da sehen wir schon DevKit Pro, HB Menü. Wenn ihr halt mehrere Sachen drin habt, dann habt ihr ein bisschen länger mit dem Laden. Seht ihr seht es, da ist teil eigentlich ganz easy gehalten. Also ja, hier noch DevKit Pro als Schriftzug, dann hier HB Menü, hier kommt das Icon rein, was, da, was die Homebrew hat. Und hier kommt noch die Beschreibung und der Name. Und äh, meine ganzen Sachen habe ich hier in diesen NDS Ordner reingetan. Den öffnen wir jetzt einfach mal. Und was ihr für diesen Home-Lodger und so braucht, ist einmal die Bootstrap-Version hier. Release Bootstrap SDK5, glaube ich, und hier noch das originale Bootstrap. Und dann werden halt noch Loadcard DSTT mit eingeführt. Ähm das Bootstrap DLDI wird noch eingebaut, wenn ihr das halt drauf habt. Ähm Safe Mode 1, nur ein Installer. Ähm und hier noch die unoffiziellen Releases. Und ja, jetzt gehen wir erstmal zum ersten Tool hoch. Und zwar das B9S Tool. Das wird heute sogar noch verwendet für die Installation per DSiWayHacks auf der Firmware 11.6. Also, ja, das starte jetzt einfach mal. Ähm, das ist halt so, dass das von Playleg erstellt wurde. Und dann könnt ihr halt Boot 9 Swap direkt installieren. Halt, wenn ihr halt keine Kastenfirma habt, dann wäre das Starten hier noch nicht möglich, weil dann würde hier stehen, ähm, no access to NAND, weil ihr ähm, NAND Zugriff braucht. Das gibt ja nur mit dies hacks und mit Flashcards, so fun ist, funktioniert das Ganze nicht. Also ja, ihr müsst schon dieses IWHEX benutzen, um das zu starten. Ansonsten kommt das Tool, wie gesagt, mit dem Installer an sich. Und dann könnt ihr halt noch NAND Dump erstellen, also NAND Backup machen. Und hier noch die Firm 0 und Firm 1. Dumpen und dann Restoren. Und sonst kann man ja nichts machen, außer dass, wie gesagt, ein boot stop install ist. In dies hex style Gehen wir wieder raus. Beim Rausgehen habt ihr ein kleines Problemchen. Und zwar kommt, wenn ihr halt einen Katzenfilm habt und es dann zeigen wollt, dann kommt ja als hier halt dieser Fehler. Und deshalb müssen wir jetzt hier einen Katzen, weil ich muss den Homeluncher erneut starten. Also bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt habe ich den Homeluncher vom DS erneut gestartet. Und dann gehen wir auch gleich zum nächsten Tool. Ähm, der Touchscreen wird auf diesem Home Launcher nicht unterstützt. Ihr müsst dann mit den Knöpfen arbeiten. und oh ja, Das nächste Tool, was wir jetzt haben, ist das Downgrading Tool Beta Version. Also das Firmware Tool. Es ist ein 1.2.2. Ähm, wie gesagt, ist das eine Art Downgrading Tool für den 3DS. Muss auch per DSiWax ausgeführt werden. Oh ja, weißer Screen oben und dann da unten. Hat man sehr wenig Möglichkeiten, und zwar könnt ihr halt hier die Firm 0, Firm 1 dumpen und dann halt, wenn ihr es halt gedowngradet habt, wiederherstellen. Da müsst ihr halt kein hardmodus finden, wie bei dem Firmware Tool Original, das kommt jetzt später noch dran. Oder, wenn ihr es gedowngraded habt, eben, es wird nur die Firm gedowngradet, also nicht denken, dass ihr, wenn das wird, dass dann die Originalfirmware 10.4 in das System schon drin sind, sondern es wird nur die native Firm auf den Stand von 10.4 gebracht, also ja, müsst dann einen Downgrade von dem Safe Scissor dann auch noch manuell durchführen, wenn ihr auf die 9.2.0 wollt. Und ja, und ja sonst könnt ihr hier nichts machen. Dann gehen wir wieder raus und gehen dann zum nächsten Tool. So, NDS. Und das nächste Tool ist das Original Downgrading Tool von Playlect. Ähm, Standen wir jetzt einfach mal. Und das wird halt dazu verwendet, Ein 3D-Spertise Downgrade auf den Stand oder die Firmen, die native Firmen auf den Stand auf 10.4 zu downgraden, wo die Lücke ja ab 11.0 wieder offen ist und damit ein Downgrade mit dem save -Sys updater Sys-Updater sonst irgendwelchen Downgrading-Tools auf die Firmware 10.3 oder runter gemacht werden konnte und dann direkt in den Safe-B9-Start im Home-Launcher gebootet werden konnte, weil es ja auf der 9.2 möglich war. Da braucht man ja keinen ARM und keinen Exploit. Oder sonst kommt das hier auch mit... Backup Tools und auch die Firmen Backup Tools. Oh ja. Ähm, ihr müsst dann, wenn ihr da wieder rausgehen wollt, müsst ihr ähm, Dump 11.01 auswählen. Dann überschreibt es nämlich die alte, damit sie wieder aktualisiert wird. Ihr müsst das auswählen, wenn ihr hier rausgehen wollt. Sonst kommt wieder dieser übliche Error Screen. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Ähm, euer Speicher wird davon nicht betroffen, also überschreibt es nur. Sonst seht ihr auch nicht. Opening DG Tool, Firm, New Nintendo 3DS.bin stehen. Ähm, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr halt wie gesagt wieder rausgehen. Kommt nicht der Fehler. Oh ja, hören wir weiter und dann gehen wir mal zum FW-Tool, also die normale Hardmod-Methode, was damals benutzt worden ist. Ähm, die Version 1.6.0 habe ich bekommen. Das ist das einzige Tool, was per HardMod durchgeführt werden musste damals. Und zwar, wo das rausgekommen ist, war ja das Downgrading-Tool ja noch nicht offiziell. Und zwar musst du jetzt erstmal hier den NAND dumpen und dann ähm, per diesem einen Programm, wo man dann nehmen musste, musste du das NAND downgraden auf die Firma 10.4 und dann musst du das über dieses Programm wieder einspielen auf den 3DS. Danach habt ihr dann die alte Firmen Firmware gehabt, also auf die Stand von 10.4. Und ja, sonst könnt ihr halt hier noch ähm, Backup Firmware, ähm, Dump BIOS, ähm, User Settings könnt ihr Backup machen und WiFi Settings, also DS WiFi Settings. Wenn ihr DS Spiele zum Beispiel online gespielt habt und ihr nicht immer das Zeug eingeben wollt, wenn die Internetverbindung mal abge abgebrochen wurde, könnt ihr halt hier noch ein Backup erstellen. Ähm, CID können auch dumpen und wie gesagt den Hauptspeicher. Und jo oben steht noch die mac vom 3 ds und 828K Flash. Jede, jede Ecke 62000 Mat äh, 626000 c Ne, 62000 c Wahrscheinlich ist das der Speicher von dem. Aber muss ich nochmal genau umforschen gehen auch wieder raus. Oh ja, dann zeige ich euch noch, was ich noch so drauf habe. Und so habe ich noch eins für den ähm, für den TBL oder gemacht. Und zwar in dem Rooms Ordner. Warte, ich muss ein bisschen schneller runter scrollen. Hier Rooms. Dann nehmen wir mal, mal nds haben wir einmal das Kraft, das stelle ich euch auch mal vor, aber momentan funktioniert es bei mir nicht. Auch nicht in diesem Home Launcher, wo Bootstrap drin ist, weil das zum Aussehen braucht ihr nämlich die Bootstrap-Version. Müsst ihr dann hier auch noch einfügen und dann wird es auch über den tbr loader gehen. Und ja, dann habe ich noch New Year Super Mario Bros. DS, ähm, den größten Mario-Hack der Zeit, also ja, von New Team. Zählt also zu also so den größten Hacks aller Zeiten, was die so erstellt haben. also... New Super Mario Bros. 2 zum Beispiel, war auch noch so ein riesiger Roomhelk. Und ja, die Entwicklungszeit von dem, glaube ich, war so eineinhalb Jahre. Und ja, das war es euch auch schon zu meinen ganzen bisherigen Home Run-Mendungen. Und deshalb bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Video. Ciao, Gokko.